Meine Lieben, ich grüße euch heute zu einer Produkt-Review und zwar zu dem Wunder 2 Wunder Kiss. Ich habe dieses Produkt mir gekauft für knapp 35 Euro. Ich verlinke es euch gerne mal unten in die Infobox, falls ihr auch jemand seid, der wie ich so ein bisschen unzufrieden ist mit der Voluminität der Lippen. Und ich schaue nur gerade hier rüber, weil da nämlich der Spiegel steht und ich mal wieder keine Kontaktlinsen drin habe. Aber ich habe jetzt zwei Phasen drauf. Ich erkläre auch gleich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht mich jetzt auch direkt ohne, ja, irgendwas auf den Lippen jetzt im Anschluss. Und es ist für mich, glaube ich, eine gute Alternative, um die Spritzen rumzukommen, sagen wir es mal so. Also ich habe darüber nachgedacht, mir Hyaluron spritzen zu lassen, aber ich traue mich einfach nicht und ich habe einfach vor dem Ergebnis dann Angst, weil gerade im Gesicht ist es halt auch schwer und ne, wo hört es dann auf? Jetzt habe ich Kunstwimpern, ja, dann lässt man sich noch die Augenbrauen pigmentieren, worüber ich auch nachdenke. Also solltet ihr aus München sein oder um Umgebung und ein gutes Institut kennen, die Augenbrauen nachpigmentieren, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ne, also wie gesagt, dann geht es bei den Augenbrauen weiter und dann bei den Lippen. Ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn man sich Schönheits-OPs unterzieht und für mich gehört auch Lippen aufspritzen, ist natürlich keine OP an sich, keine klassische, aber man verändert sich natürlich. Ich finde das nicht schlimm, also ich bin da nur ein Angsthase in der Hinsicht. Aber ich bin gespannt, was ihr zu dieser Produktreview sagt und nein, ich habe mir natürlich nicht die Lippen aufspritzen lassen. Also mich stört halt quasi, dass die Oberlippe hier seitlich sehr, sehr schmal ist und ich sehe durch das Produkt schon deutlich, dass und merke es auch, dass die Lippen voluminöser sind. Und das gefällt mir so ganz gut, muss ich sagen. Es hat noch was Natürliches, aber es ist auch verändert im Vergleich zu meinem normalen Aussehen. Okay, war das Deutsch? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Produktreview. Wir probieren das Ganze aus. Wie gesagt, noch nicht getestet. Ich mache es jetzt erstmal auf. Es gibt hier zwei Phasen. Phase 1 ist Wunderkiss Lip Plumping Gloss. Phase 2 Wunderkiss Plumping Booster. So sieht das Ganze aus. Ihr seht hier der Lipgloss und hier der Booster. Das dünnere von beiden. Und dann nehmen wir jetzt erstmal, wie in der Verpackung angegeben, die Phase 1. So sieht das Ganze aus. Gelblich, okay. Und ihr seht, er ist durchsichtig, also ein riecht aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hier steht auch, da steht es dann auf Deutsch drauf, sehr interessant. Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor dem Gebrauch vorsichtig durch. Ich habe sie vorsichtig durchgelesen. Also irgendwie scheint es gar nicht so easy peasy zu sein, wenn da sogar noch mal ein Warnschild dran ist. Und so sieht das aus. Einmal. Huch, zweimal. Oh Gott. A Concentrated Lip Plumping Complex mit Vitamin B3. Das riecht wie Pferdebalsam. So könnt ihr euch das vorstellen. Ganz, ganz stark nach Minze. Und es brennt auch leicht. Jetzt bitzelt es ziemlich doll. Und jetzt warten wir mal. Ich merke so wie, also es fühlt sich an, als ob die Lippen anschwellen. Und ich sehe, glaube ich, auch schon was. Also ja, es bitzelt ganz, ganz stark. Also wenn da nichts anschwillt, dann würde mich das auch wundern, ehrlich gesagt. Meine Lieben, oh Gott. Kommando zurück. Ich habe es völlig falsch gemacht, ehrlich gesagt. Ich hätte vielleicht doch erstmal anständig lesen sollen. Ich habe nämlich das Paket bekommen und wollte es jetzt direkt mit euch ausprobieren und habe mal wieder nicht anständig gelesen. Also, ich habe es jetzt kapiert, ja. Ich habe ja gerade noch vorgelesen, man soll den Booster auf gar keinen Fall direkt auf die Lippen machen. Und was mache ich? Ist natürlich direkt auf die Lippen. Ja, Leute. Ne? Urlaubsreif und so weiter. Müssen wir nicht weiter erläutern. Ich habe es jetzt aber kapiert. Also, ihr müsst ganz korrekterweise den Lipgloss rausnehmen. Ja, dann stellt ihr euch irgendwo den Applikator hin. Ihr habt hier drei Stufen.
Ja, und also ich tue mir jetzt auch gerade ein bisschen schwer zu reden, weil meine Lippen sich so angeschwollen fühlen. Also es wirkt auf jeden Fall. Und mir gefällt das Ergebnis jetzt auch schon sehr gut, aber ich möchte es, oder würde ich mir die Lippen aufspritzen, hätte ich mir es tatsächlich noch ein bisschen intensiver vorgestellt, mein Ergebnis. Deswegen machen wir das jetzt auch noch etwas intensiver. Ihr habt hier, wie gesagt, drei Striche und ihr müsst das Produkt, je nachdem, wie intensiv ihr das gerne haben möchtet, ihr nehmt jetzt das hier quasi raus und gebt das, den Booster direkt in den Gloss hinein, je nach gewünschter Stufe 1, 2 oder 3. Da ich jetzt schon eine, ja, sage ich jetzt mal, keine geringe Menge auf den Lippen habe, gebe ich jetzt noch Stufe 1 hinein. Das ist bis zum ersten Strich und trage nochmal den Lipgloss inklusive Booster jetzt auf. Aber ihr seht, also das hat auf jeden Fall schon was gebracht. Es ist natürlich Geschmackssache, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich sehe übrigens, finde ich, ziemlich überbelichtet aus und dadurch wirkt mein Gesicht zu dunkel. Also meine Foundation ist nicht zu dunkel. Ich möchte es an dieser Stelle nur noch mal betonen. Und ja, jetzt trage ich den Lipgloss nochmal inklusive Booster auf. Ja, jetzt bitzelt es wieder, wobei ich sagen muss, dass es jetzt ein bisschen zurückgeht. Ich glaube, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Aber ich gucke mir das jetzt nochmal an. Also ich finde, dass das Ergebnis ehrlicherweise schon Bände spricht. Ich zoome euch mal ein bisschen hin. Was sagt ihr? Und das ist jetzt, wie gesagt, eine oder anderthalb Schichten eigentlich. Ich trage jetzt aber mal noch eine dritte Schicht auf und gebe jetzt den Booster nochmal rein. Also wie gesagt, Deckelchen hier unten auf und dann je nach gewünschter Stärke den Booster hinein. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich verurteile auch niemanden irgendwie, weil er sich die Lippen aufspritzen lässt. Warum auch nicht, wenn man sich wohlfühlt? Ich glaube, hätte ich nicht so Angst vor Spritzen, zumindest irgendwie im Gesicht, dann würde ich es vielleicht auch machen. Ich weiß es nicht. Aber es geht jetzt, wie gesagt, um diese Produktreview zu dem Wunderkiss. Wunder 2, Wunderkiss. Und ich muss sagen, ich mag das Ergebnis. Es ist ein teures Produkt. Also, für das Geld kann man sich auch viele schöne andere Sachen gönnen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt irgendwie einen besonderen Anlass oder so, dann ist das vielleicht keine schlechte Alternative. Es ist in Ordnung. Ich fühle mich jetzt, also ich fühle mich wohl, auch wenn es bitzelt und das fühlt sich halt, das ist, ihr kennt bestimmt, es gab ja schon oft so Plumping Lipglosser, also so aufplusternde Lippenprodukte und das ist einfach so, fühlt sich ganz minzig an. Ich habe aber, glaube ich, besseres Ergebnis erzielt, als ich den Booster direkt auf die Lippen habe. Aber das soll man ja nicht. Ich hatte ja nur den Lipgloss drunter. Es war auf jeden Fall mal wieder eine Produktreview und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr jetzt denkt, dreht die Alte jetzt völlig am Rad oder warum? Sie hat es doch gar nicht nötig oder ja, findet ihr gut oder ihr bestellt euch das Produkt jetzt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in die Infobox und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende und bis ganz bald. Bye, bye.